Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 25.11.2012, also vor fast genau 2 Jahren, das war kurz nachdem der Senat angefangen hat, Notunterkünfte einzurichten, haben wir in einer aktuellen Situation, die über die Unterbringungs- und Lebenssituation der Flüchtlinge in dieser Stadt diskutiert. Seitdem, seit diesen 2 Jahren, drehen wir uns im Kreis. Und es hat sich nichts grundlegend verbessert. Ich frage mich, Herr Krüger, wo leben Sie eigentlich? Flüchtlinge sind nach wie vor menschenunwürdig untergebracht. Es fehlt an Wohnungen. Es gibt keine einheitlichen Mindeststandards in den Unterkünften. Es gibt keine ausreichende Prüfung. Und wenn Mindeststandards unterlaufen werden, wird das einfach hingenommen. Es gibt auch, ja, jetzt mal gerade angefangen, was heißt denn, ist nicht wahr? In den letzten 2 Jahren ist es ständig passiert und der Senat hat zugeguckt. Es gibt nach wie vor... Ich empfehle Ihnen mal, wenn Sie alles so gut wissen, dass Sie sich erstens mal in die Debatten einbringen. Wenn Sie jetzt so weit sind, dann können Sie mal gleich eine Kurzintervention machen und dann erzählen Sie mal, was Sie alles wissen, Sie Schlaumeier. Letzter Punkt. Es gibt auch nach wie vor kein flüchtlingspolitisches Konzept für diese Stadt. Es gab ganz viele Vorschläge. Nichts ist passiert. Dieser Senat hat alle Vorschläge, hat alle Warnungen ignoriert und hat nichts gemacht. Es wurde keine Vorsorge getroffen. Und damit sind wir jetzt in der Situation, dass dieser Notfall eingetreten ist, den Herr Schayer immer so gerne bemüht. Und Herr Schayer, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wäre nett, wenn der Lautstärke ein bisschen zurückgefahren werden würde und die Gespräche bitte draußen fortgesetzt werden. Und hat kein Benehmen. So, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Reinhardt? Aber selbstverständlich. Bitte schön, Herr Kollege. Liebe Kollegin Breitenbach, wie bewerten Sie denn die Tatsache, dass wir als Oppositionsabgeordnete in den letzten 12 Monaten ungefähr ein Dutzend Unterkünfte persönlich besucht haben, angemeldet und unangemeldet, und dass hier die Koalitionsabgeordneten die ganze Zeit in die Debatte reinblöken, die überhaupt keine Ahnung haben und vor Ort überhaupt nicht sich erkundigt haben? Na, erstmal bewerte ich, dass das mit dem Blöken nicht parlamentarisch ist. So. Und jetzt, Frau Kollegin, dürfen Sie die Frage beantworten. Oh ja. Benehmen der Abgeordneten ist vielleicht auch nicht parlamentarisch. Entschuldigung, Herr Vorsitzender, ich wollte Ihrer Bewertung da nicht vorgreifen. Ja, Herr Reinhardt, ich kann ja nicht sagen, ob die sich das vielleicht angeguckt haben oder nicht, aber mein Interesse ist, dass die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen insgesamt nicht allzu viel Fachwissen bei diesem Thema haben, sich ansonsten dafür auch nicht interessieren. In der Zwischenzeit muss man sagen, sie können sich gar nicht mehr die Unterkünfte angucken, weil wir ja ein Hausverbot haben. Übrigens wäre es auch schön, wenn hier Ruhe wäre. Das stört nämlich auch. Der Hinweis ist richtig, ja. Liebe Senatsmitglieder. Stört aber auch niemand. So, ich komme jetzt zu dem Punkt zurück. Vor 2 Jahren mit der Errichtung der Notunterkünfte begann der Paradigmenwechsel von Herrn Schayer in der Berliner Flüchtlingspolitik. Damit begann die Situation, dass Sie von hier auf heute, weil Sie keine Vorsorge getroffen haben, Unterkünfte einrichten mussten. Das war überhaupt nur zu stemmen, wenn Sie Betreiber hatten, die Geld in der Hinterhand haben. Und das, Herr Schayer, sind in erster Linie die Privaten und nicht die Gemeinnützigen. Und wir sind heute, und das ist das Ergebnis dieses intransparenten Verfahrens, was wir jetzt haben, sind wir an einem Punkt, der in genau diesen Vorwürfen gipfelt, über die hier die ganze Zeit geredet wird. Ich für meine Fraktion kann sagen,
dass wir überhaupt nicht wissen, ob irgendwelche Verfehlungen stattgefunden haben oder nicht. Das wird geprüft. Wir warten die Ergebnisse ab und dann werden wir uns dazu äußern. Wenn aber Herr Chaya sagt, ich habe überhaupt nichts gewusst, weil der hat ja dem Bügel Bescheid gesagt, ich wurde erst vor 4 Wochen informiert, dann, Herr Chaya, möchte ich Sie darauf hinweisen, Herr Bügel war Ihr Staatssekretär. Es ist nicht so, dass Sie mit dem Mann nichts zu tun haben. Dafür tragen Sie die Verantwortung. Und wenn Sie heute sagen, ich habe erst im Juli erfahren, dass da irgendwas nicht stimmt, dann müssten Sie irgendwann mal beantworten, warum Sie 3 Monate gebraucht haben, um eine Innenrevision zu holen, mit der Sie, wie Sie vorhin gesagt haben, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen wollten. Ich hätte mich gefreut, wenn Sie sich um diesen Schutz vielleicht auch mal vorher gekümmert hätten. Dieses Grundproblem des intransparenten Verfahrens, der fehlenden Standards, der fehlenden Kontrolle muss endlich geändert werden. Da Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Bayram? Ja. Bitte schön. Also stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu, dass es geändert werden muss. Aber glauben Sie, dass es tatsächlich eine Neuausrichtung der Behörde mit dem Leiter der Behörde geben kann, selbst wenn sich die Vorwürfe nicht bewahrheiten sollten? Bitte schön, Frau Kollegin. Ich wüsste jetzt nicht, warum, aber es kommt darauf an, was die Ergebnisse dieser Untersuchung sind. Das Problem ist doch nicht der Leiter dieser Behörde. Das Problem ist doch der Senator. Das Problem ist doch dieser Senat, dieser seit Jahren gucken und nichts machen. Und da können Sie johlen. Und da können Sie johlen. Wer hat dafür gesorgt, dass es keine Ausschreibungen gibt? Wer hat dafür gesorgt, dass es keine Mindeststandards gibt? Wer hat dafür gesorgt, dass es überhaupt kein Personal mehr gibt für diese Kontrollen? Da tragen unter anderem auch Sie, werte Abgeordnete der Koalition, Verantwortung für, die all unsere Anträge versenkt haben und davon nichts wissen wollen. Sie haben keine Ahnung, Sie wissen gar nicht, wovon Sie reden. Wir wollen eine Änderung im System. Die Piraten schlagen teilweise Sachen vor in ihrem Antrag, den wir richtig finden. Und ansonsten können wir nur sagen, wenn es verbindliche Standards geben würde und verbindliche Kontrollen, dann könnte sowas gar nicht passieren. Wir finden auch richtig, wer betrügt, der fliegt. Die Betreiber, die ihre Verträge nicht einhalten, die müssen dafür auch geahndet werden, aber bisher wurde nur zugeguckt. Und jetzt ganz frisch gibt es jetzt das erste Mal Rückforderungen. Ist ja toll, was Sie die letzten Jahre geleistet haben.